Morvin Wildhage. Schauen wir rein. Hydro-Hype-Statement. Es geht weiter. Okay, wir schauen rein. Hallo, Marvin. Da bin ich wieder. Uiuiuiuiui. Es ist uiuiuiuiuiui. Einiges passiert in YouTube Deutschland. Ups, es gibt einige Fragen und die klären wir heute. Zunächst einmal muss ich mich natürlich bedanken. Ich hätte ja wirklich nicht damit gerechnet, dass das Video so gut ankommt. Direkt auf Platz 1 in den Trends landet. 1 Million Klicks nach einem Tag und unfassbare 50.000 neue Abonnenten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Krass. Hin und wieder gibt es hier auch mal Videos. Schaut euch die gerne mal an. Aber was ist denn überhaupt passiert? Ich habe eine Fake-Creme erfunden, um zu testen, ob Influencer für Geld wirklich alles sagen. Und die erste, die für meine Fake-Creme geworben hat, war Inessa Bukvic. Und eine der meistgestellten Fragen war, wie um Himmels Willen habe ich sie bezahlt? A, von meinem Geld oder B, mit dem Geld anderer? Antwort B ist richtig, denn Join hat tief in die Tasche gegriffen für die neue Sendung Achtung Aaron. Da bin ich... Alter, das ist einfach... geil. ...ich auch ein Teil von und deswegen durfte ich auch deren Budget benutzen. Und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass einige meiner YouTube-Kollegen auf mein Video reagiert haben. Der Typ ist wirklich super, aber er macht sich gut Feinde hin und wieder. Bro, das ist so ein geiles Videokonzept, finde ich. Ich find's richtig nice. Lesen die überhaupt nicht die Inhaltsstoffe oder so durch? Ist den Leuten alles scheißegal? Ey, Alter, was er sich für Mühe macht, ne? Eigentlich kann er ja, hätte ja, aber auch wirklich mal ein bisschen mehr investieren können und dann einfach wirklich eine Creme rausbringen können. Und wer sich jetzt fragt, wann mein nächstes Ich-wurde-mal-wieder-angezeigt-Video kommt, keine Sorge, Christian Solmecke liefert die Antwort. Jetzt haben wir viele Dinge, die im Rahmen von journalistischen Recherchen wohl möglich sind. Bei dem Pipi Kaka wäre ich, glaube ich, stutzig geworden. Ich hätte mir an ihrer Stelle tatsächlich mal die Inhaltsstoffe durchgelesen. Worüber ich mich übrigens auch freue, sind die ganzen neuen Abonnenten bei Hydrohype. Gerne mal abchecken. In der Videobeschreibung ist der Link zum Instagram-Profil von Hydrohype. Wird zwar nicht so viel passieren, aber freue ich mich trotzdem drüber. Mir war ja von vornherein klar, dass ich mit dem Thema polarisiere. Und verständlicherweise gab es auch Kolleginnen und Kollegen, die das Thema einfach nicht so cool fanden. Zum Beispiel die. Ich finde es einfach schade, dass man sich gegenseitig nicht supporten kann. Es ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern auf eine andere Geschichte. Die möchte ich hier auch gar nicht weiter groß machen. Warum sprichst du es dann an? Hä? Hä? Ja, also, ich sag's mal so, ja? Ich bin wieder richtig schlecht gelaunt und es ist eine Sache passiert, die tatsächlich extrem krass ist. So, ich werde jetzt nicht darüber reden. Wie gesagt, die Aufmerksamkeit hat sich verdient. Aber ich bin halt super genervt davon und deshalb verstehe ich halt an der Stelle nicht, warum ich hier, also warum man sich gegenseitig hier unterstützt und so. Ich weiß es nicht genau. Es ist halt so, dass wieder was passiert ist und so. Und ich finde das krass und deshalb, ja, also es ist halt was passiert, genau. Hä? Ich glaube, diese Menschen, beziehungsweise diese Influencer, nur noch mal ins Gespräch kommen, wollen sich besser darstellen, als sie selbst sind. Nein, die wollen einfach exposen, wie fucking stupid ihr teilweise alle seid. Wie moralisch, wie euch Moral komplett am Arsch vorbeigeht. Wie ihr alle nur für Cash euren verdammten Arsch verkauft. Und einfach nur exposen, was für wirklich irreflektive Menschen einfach da draußen als Werbegesichter wirklich alles tun. What the fuck? Das hat doch nichts damit zu tun, dass Marvin sich jetzt über irgendwen drüber stellen möchte. Primär geht es einfach nur darum zu zeigen. Look at this. You stupid ass. Ich check's nicht. Ich check's nicht, Mann. Aber es regt mich einfach auf, weil ihr euch einfach als etwas Besseres darstellt. Nein, wir sind nicht was Besseres. Ihr seid aber einfach. Mann, das ist doch obvious. Der Fehler liegt doch nicht bei den Leuten, die das exposen, sondern bei den Leuten, die darauf reinfallen. Aber es ist einfach nicht so ist. Ein Statement kam von Ivana Santa Cruz und die hat geschrieben, warum geilen sich Menschen über die Fehler anderer so auf? Fühlt man sich dadurch wie ein besserer Mensch? Mann, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, dass wir sagen, ah, oh, der ist so blöd, die ist so blöd. Sondern primär einfach darum, um mal offen zu legen, wie teilweise in diesem Business gearbeitet wird. Wie einfach auf Moral und Dinge geschissen wird. Und einfach nur schnelles Geld gesehen und gesagt hat, hey Leute, ich mache hier wieder ein Placement für ein Produkt, das finde ich so geil, oh mein Gott, ah, Mann, Alter, no joke, mich kotzt das so sehr an, Digga, ich würde sagen, dass ich kein klassischer Influencer, also dass ich kein Influencer im klassischen Sinne bin, so, aber ich mache die Scheiße jetzt schon seit fucking acht Jahren und es gibt immer mehr von diesen Leuten, die einfach wirklich charakterlich für mich nichts großartig Interessantes haben. Das ist aber auch immer eine sehr, sehr subjektive Auslegung und oftmals sind das einfach nur Leute, die ihre Gesichter hinhalten für Werbung, für irgendetwas und wirklich nichts zu bieten haben. Ihre Reichweite nicht in irgendeiner Ansatzweise zur Aufklärung oder sonst was benutzen, ihre Sachen
ihre Reichweite nicht dafür nutzen, um irgendwie mal ein Statement zu machen, sondern einfach wirklich nur gefühlt eine Produktpalette sind mit einem Regal, wo man wählen kann. No joke, Digga. Wenn ich durch eine Insta-Story gehe von irgendjemandem und ich sehe vor 24 Stunden ein Placement und am nächsten Tag wieder ein Placement, dann frage ich mich, was ist denn falsch gelaufen, Alter? Was ist denn falsch gelaufen, dass Firmen sowas buchen? Und dann schaut man auf die Interaction und auf die Likes und die Kommis und so weiter und so fort und es ist alles fucking fake. Es ist alles fucking fake und es ist fucking gekauft und so. Ich check's halt nicht. Und das sind dann die Leute, die dann ankommen und sagen, ja, ihr sollt, ich stell euch als das Bessere da. Bro, wir machen den Scheiß dreimal so lange, viermal so lange wie ihr. Und ich hab auch Werbepartner. Aber bei mir wechseln die nicht alle 20 Minuten. Und ich habe Werbepartner, mit denen ich langfristig zusammenarbeite. Ich bin auch von Red Bull gesponsert und ich bin auch mit Vodafone bin ich so und so weiter und so fort. Ich habe auch Noble King als Sponsor. Ja, mag ja sein. Aber das sind Sachen, die einen Bezug zu mir haben, die passen so. Wisst ihr, was ich meine? Ich check's nicht, Mann. Und es geht doch gar nicht darum, dass wir hier irgendwie uns darauf aufgeilen, dass wir hier irgendwie sagen wollen, oh, ihr seid schlecht und bla bla bla. Primär geht es doch darum, Noble Chairs, nicht Noble King, Digga. HyperX beispielsweise genauso. Es geht doch darum, dass wir einfach aufzeigen, wie unseriös, schnell und kurzfristig in dieser Szene gearbeitet wird zum Teil. Aber noch viel schlimmer finde ich, wenn man jemanden dazu verführt, einen Fehler zu begehen. A, ich fühle mich nicht wie ein besserer Mensch und B, sehe ich das auch ein bisschen anders, denn ich habe Enissa ja nicht dazu gezwungen, diesen Fehler zu machen oder dazu verführt. No joke. Ich habe sie ja einfach nur getestet. Ja. Und den Test hat sie leider nicht bestanden. Ja. Eine andere Partei, die den Test auch nicht bestanden hat, war Alnatura. Aber die sind zumindest im Nachhinein cool damit umgegangen und haben ihnen eine DM geschickt. Oha, was ist denn jetzt unbedingt? Danke fürs Machen. Mit, hey, irgendwie ist schon peinlich für uns, aber der Witz war auf jeden Fall lustig. Nachdem so geht man damit um. Nachdem das Video online war, bin ich natürlich mal auf Enissas Instagram-Profil gegangen, um zu schauen, ob sie sich vielleicht dazu äußert oder ein Statement abgibt. Und unter ihren aktuellen Postings waren dann einige Kommentare. Die einen waren kritisch und haben gesagt, ey Enissa, ich fühle mich von dir veräppelt, dass du für so einen Schund wirbst. Die anderen haben nach einem Statement gefragt und natürlich gab es auch einige Kommentare, die darüber gelacht haben. Was alles auch kein Problem ist. Aber dort gab es auch einige Kommentare, die wirklich unter die Gürtellinie gingen. Und ja, das ist auch so ein Ding. Die Webkultur neigt dann wieder dazu, komplett kaputt zu haten und zu sagen, ey, die hat dies und das gemacht, oh, die muss jetzt an den Pranger gestellt werden. Nein, ist ja auch nicht so. Das Mädchen hat einen Fehler gemacht, sie hat sich dazu geäußert, sie hat sich tatsächlich dafür entschuldigt und gut ist. Ist ja kein Problem. Jeder macht mal einen Fehler. Jeder macht ja mal einen Fehler. Nur, das berechtigt jetzt bei weitem natürlich noch nicht dazu, hinzugehen und sie komplett auseinanderzunehmen. So, what the fuck, get fucking over it. So, die Sache ist in 2 Tagen eh wieder vergessen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Video nicht dazu aufgerufen hat, irgendeine Hetzjagd auf Enissa zu veranstalten, denn klar hat sie einen Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz braucht man aber nicht solche Kommentare schreiben. Ich blende sie auch gerne mal ein. Gut, das sind einfach meine DMs. Wa? Und auch mit Nutzernamen, weil ich kein Problem habe, diese Leute einfach mal zu zeigen. Und wenn wirklich einer meiner Abonnenten dabei ist, der so einen Kommentar geschrieben hat, bitte deabonnier mich, weil sowas möchte ich wirklich nicht zu tun haben. Klar hat Enissa einen Fehler gemacht, aber nichtsdestotrotz hat keiner Mobbing und Hass verdient. Ich kann ja nichts dafür, dass so viele wichtig und richtig Spackos bei dir kommentiert haben, aber nichtsdestotrotz, Enissa, tut mir leid, das war nicht meine Absicht, das war nicht das Ziel des Projekts. Bei wem ich mich auch entschuldigen muss, ist die Familie Slimani, denn ich habe behauptet, dass die Schwester von Sammy Hydrohype auf Instagram folgen würde. Ist aber nicht ganz richtig, es ist nämlich die Mama von Sammy, die Hydrohype auf Instagram folgt. Ich bin ehrlicherweise da durcheinander gekommen, weil Mama anscheinend sehr stolz auf ihre Kinder ist und nur Fotos von denen postet. Sorry, war mein Fehler, mein Fauxpas, aber Lamia Slimani fand das wohl doch nicht so ganz witzig und hat auf Instagram ganz schön gegen mich geratet. Ach Leute, kommt schon, das sind Lügen. Ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Ich wiederhole das letzte Mal, niemand von uns hat dafür geworben. Hier hat meine Mutter Respekt und hat es Aufhänger genutzt im nächsten Video und so. Und außerdem hätte sie da was zu tun, ist die Kunst des Videos schneiden, warte, das zweite Video ab und sieht selber. Wäre einfach es, Menschen zu manipulieren und das zweite Video zu spannen. Wir werden etwas reingezogen, was wir vorher noch nie gesehen haben. Trinkt einen Tee und chillt. Bitte was? Never Marvin hat nicht vollständig recherchiert und meine Mutter gepostet. Da hört der Spaß bei mir auf. Ich muss euch enttäuschen, falls ich auf der True. Da hat er ein bisschen gebaitet auf das nächste Video, ne? Ja, muss man sagen. Ich sag's nochmal, es war mein Fehler. Ich habe nicht genau gelesen. Ich habe nicht genau nach dem Slimani-Prinzip gearbeitet. Gut, dass ihr das nochmal richtig stellt. Und dann war es endlich soweit. Enissa hat ein Statement abgegeben und zwar 2 Seiten lang. Und das lese ich euch mal vor.
Part 1, my statement about Hydrohype. Ich übersetze euch das auf Deutsch, weil sie hat es auf Englisch geschrieben. Im ersten Satz sagt sie, dass es nie ihre Absicht war, irgendjemanden absichtlich zu verletzen. Und das wäre ja das Statement auch eigentlich gewesen und alles wäre cool. Aber es ging dann noch weiter, denn sie sagt, dass meine Fake-PR-Firma ihr ehemaliges Management kontaktiert hat für diese Kollaboration. Ehemaliges Management, vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, das mal zu wechseln. Aber es geht noch weiter. Wir haben uns das Instagram und die Website angeguckt und es sah aus wie bei jedem normalen deutschen Startup. Was eigentlich voll das Lob ist, denn ja, ich habe mir schon Mühe gemacht. Und sie sagt auch, dass die Fotos, das Impressum und die Stories in den Biomärkten wohl so authentisch waren, dass sie darauf reingefallen ist. True, true, true. Also no joke, wenn man das halt nicht komplett durchgecheckt hat. Ich glaube auch primär, das ist halt eher so ein Front an das Management. Ob der Fehler jetzt bei ihr liegt, klar, wie gesagt, man sollte sich schon mit den Produkten auseinandersetzen. Aber ich glaube halt, im Endeffekt ist es so, dass das Management da hätte deutlich besser recherchieren sollen wahrscheinlich, ne? Noch ein Lob für mich. Sie sagt dann, dass sie die Creme benutzt hat und sich dadurch wirklich befeuchtet gefühlt hat. Ihr wisst ja, was da drin ist. Aber es geht dann weiter und sie sagt, sie hat halt nicht alle einzelnen Worte verstanden, weil sie halt nicht gut Deutsch spricht. Aber das kann ja nicht die Ausrede sein, wenn du für ein Produkt wirbst und sagst, dass es die heilige Marke ist und dass du es super findest, wenn du halt nicht alles verstehst. Also du musst dich ja schon damit auseinandersetzen. Wozu gibt's Google Translator? Ja. Sie sagt aber auch, dass sie eigentlich davon ausgegangen ist, dass ihr ehemaliges Management das Ganze mal gecheckt hat. Gut, dass du es jetzt gewechselt hast. Aber es geht dann noch weiter. Sie sagt, I apologize for that. Und das ist eigentlich das Statement, es tut ihr leid und sie sieht ein, dass sie einen Fehler gemacht hat. Aber jetzt kommt Part 2. Im zweiten Part ihres Statements geht es dann um das Vorher-Nachher-Bild, was ich von ihr gefordert habe, damit sie halt zeigt, dass diese Creme angeblich wirken soll. Und sie sagt sogar selber, dass sie sich dabei dumm vorkam, weil sie halt ein Foto vor der Anwendung mit trockener Haut gemacht hat und ein Bild nach der Anwendung halt mit glänzender Haut. Und sie sagt auch, dass sie wohl das Licht ein bisschen verändert hat bei diesem Foto. Und genau darum geht es halt, dass du das Licht veränderst, dass es halt so aussieht, dass diese Creme... Als hätte es halt einen Effekt, ja. ...wirken wird, obwohl du halt selber merkst, dass es nicht funktioniert. Ich meine, Inissa, du hast 800.000 Follower und bist lange genug in diesem Beruf tätig. Du kannst auch einfach dem Kunden sagen, nee, mach ich nicht, weil diese Creme halt nicht wirkt. Punkt 4, sie sagt, dass sie die Creme zu Hause hatte und auch wirklich getestet hat, vor allem unter den Augen. Und ein Jahr später kam dann dieses Video, was sie lächerlich gemacht hat. Inissa, ich wollte dich nicht lächerlich machen. Das ist schon vor einem Jahr gewesen. Alter. Das ist schon ein Jahr her, so lange hat er das geplant. Krass. Krass. Das hast du ganz alleine hinbekommen. Ich meine, du bist lang genug im Game drin, hast schon so viele Kampagnen gemacht, du weißt, wie es funktioniert. Und du weißt, dass es Marken gibt, hinter denen man stehen kann und es gibt halt die, hinter denen man nicht stehen sollte. Und wenn du selber bei der Produktion merkst, dass da irgendwas nicht stimmt und der Kunde was von dir will, was nicht stimmt, dann sag es doch einfach ab. Ich meine, ihr lebt in Dubai, ihr habt einen Lamborghini, ich glaube nicht, dass ihr das Geld nötig hattet. Ja. Im fünften Part ihres Statements sagt sie, dass es den menschlichen Hass zeigt, wenn sich jemand so viel Mühe gibt, nur um jemanden vorzuführen. Glaub nicht, dass, wie gesagt, dass das Ziel gewesen ist, ne? Es ging ja nicht darum, dich vorzuführen. Es geht einfach darum, dich als Influencerin zu testen. Du hast den Test nicht bestanden. Andere Influencer hingegen schon. Aber schwamm drüber, ich habe ein Angebot für dich. Ich habe ja schon erwähnt, dass das in Zusammenarbeit mit Join entstanden ist für die Sendung Achtung Aaron. Und Inissa, ich möchte dich wirklich herzlich einladen. Komm gerne vorbei, vielleicht als Gast, dann werden wir vielleicht noch Freunde. Wahrscheinlich sagt sie da jetzt ja. Wahrscheinlich sagt sie jetzt, ich komme super gerne vorbei. Und hab richtig Bock darauf. Wahrscheinlich macht sie das jetzt, Digga. What the fuck? Oder wir sprechen uns einfach mal aus. Human Cruelty, aber in Dubai wohnen. Ja. Dubai-Flüge sind ja auch aktuell nicht so teuer und wir haben auch noch ein bisschen Budget. Deswegen komm gerne vorbei. Was man wissen muss, das Budget für deine Flüge, Inissa, kommt nicht von irgendwo her. Ich habe auch Influencer angefragt für Hydrohype, die am Ende dann doch ein bisschen zu teuer waren. Und genau der hat sich jetzt im Nachhinein bei mir gemeldet und das zeige ich euch mal. Oh. Ich habe eine Nachricht bekommen von Henrik Stoltenberg von Promis unter Palmen. Man muss dazu sagen, dass ich den auch mal für Hydrohype angefragt habe und eigentlich schon relativ weit in der Verhandlung war. Jetzt bin ich mal gespannt, was der sagt. Was geht, Marvin? Ey, ohne Witz, finde ich richtig geil, was du da gemacht hast mit dem Hydrohype. Ich hatte den Müllfisch, sag ich sogar auch hier stehen. Wir haben es gestern richtig kaputt gelacht. Also richtig geil gemacht. Ah, okay. Da wollte sich jemand noch kurzfristig aus der sogenannten Affäre ziehen, I guess, oder? Na gut, es ist ja ganz nett. Ich dachte jetzt, er sagt, ey, du Penner, warum wolltest du mich auch verarschen? Aber das ist eigentlich ganz nett. Vielleicht werden wir jetzt Freunde. Er folgt mir auch. Ich habe einen neuen Freund, Hendrik Stoltenberg von Promis unter Palmen. Personal Trainer und Ernährungscoach. Aber das absolute Highlight war für mich, dass sich das Pipi-Kackerland bei mir gemeldet hat. Das was? Kein Spaß. Das Pipi-Kackerland? Ich dachte ja eigentlich, dass...
Pippi und Kacki freuen sich über deine Aufklärung. Dankeschön für den Auftritt. Welch eine Ehre. Genauso ist es. Pippi und Kacki gehören in die Toilette, um dann ins Pippi-Kackerland Klärwert gespült zu werden. Dort wird das Wasser aus der Toilette wieder sauber gemacht. Aufklärung und Umweltbewusstsein von Anfang an. Pippi-Kackerland klingt für erwachsene Ohren vielleicht komisch, aber für Kinder pädagogisch wertvoll. Ein Teil der Anleihen wird der German Toilet Organisation gespendet. Was? Was ist denn das Pippi-Kackerland? Was ist das Pippi-Kackerland? Pissen, ne? Dass das ein wirklicher Freizeitpark ist, wo ich dann irgendwie König werden kann oder so. Aber das ist ein Kinderbuch zur Aufklärung, wie man richtig aufs Töpfchen geht. Die haben bei mir auch kommentiert, hier mal der Kommentar, habe ich mich sehr drüber gefreut. Das war mein Statement zum ersten Teil und wenn ich so überlege, wie die Geschichte weitergeht, glaube ich, dass wir uns in den nächsten Wochen hier öfter sehen. Aber wie es für euch weitergeht, weiß ich auch schon. Nämlich ab jetzt, wirklich in diesem Moment, gibt es den